Hallo Leute, hier ist euer Kalari Dieter von Outdoor Adventure Safaris. Ich bin heute unterwegs zur Spitzkoppel. Das ist das, was man da im Hintergrund sieht. Und vor etwa 2 Wochen hat es ja sehr gut geregnet. Ich wollte mir einfach mal anschauen, wie sich die Landschaft so verändert hat. Aber nicht nur das, sondern, das ist jetzt ein Geheimtipp, da gibt es eine Felskuhle. Da sammelt sich das Regenwasser. Und das ist der tollste Naturpool, den man sich vorstellen kann. Wenn ihr euch das mit anschauen wollt, ja, dann bleibt dabei. Aber dann denken, pscht, es ist geheim. So Leute, das ist also jetzt unser Zuhause für die nächsten 2 Nächte. Hier haben wir sehr gut Schatten. Wir haben diesen Kameldornbaum, der uns Schatten gibt. Um uns herum haben wir Felsen. Wir sind hier so ein bisschen in der Einbuchtung. Das ist ein guter Windschutz, weil ihr merkt, heute ist ein relativ windiger Tag. Von daher ist der Windschutz ganz wichtig. Ich werde jetzt anschließend gleich das Camp aufbauen. Und was ich dann vorhabe, ist mit euch so ein kleiner Kochkurs. Also wie kann ich zum Beispiel im Busch ein Brot backen? Geht also darum, ja, ein paar Fertigkeiten der Nahrungszubereitung in der Wildnis. Es wird nicht nur ein Kochkurs werden, es gibt auch noch andere Sachen dabei, aber zuallererst werde ich euch das mal zeigen. Unsere Kochstunde beginnen wir es damit, dass wir uns unsere eigene Einbauküche bauen. Und dafür habe ich hier großes Schanzzeug dabei, Spaten und Klappspaten. Und damit werde ich hier so ein großes Loch anlegen. Das soll dann später unsere Backstube werden. Also auf los geht's los! Jetzt mal ordentlich hier ein bisschen hacken, damit wir den Boden ein bisschen aufweichen. Und dann, wenn er weich ist, dann kommt der richtige Spaten. Jo, das war also der erste Schritt. Und zwar haben wir hier ein richtig schönes Loch gebaut. Ich werde euch das mal zeigen. Na, wenn ihr guckt, das ist schon rund. Das ist ungefähr so tief wie ein Spatenblatt. Ja. Und das muss einfach tief genug sein. Wegen dem Wind, den wir jetzt haben. Ne? Da werden wir jetzt ein schönes Feuerchen machen. Und das wird dann ziemlich lange dauern, bis das da runterbrennt. Als nächstes brauchen wir unseren Brennstoff. Und nachdem wir hier in einem Schutzgebiet sind, kann ich nicht einfach losziehen und hier mit einem Ball irgendwelche Bäume umhacken. Ja? Das ist ja nicht in Ordnung. Von daher, in dieser Region, da bringt man sich sein Holz selber mit. Ne? Von daher habe ich hier dieses wunderschöne Kameldornholz. Da müsst ihr anschauen, wie rot die Farbe von diesem Holz ist. Und das ist eigentlich so das härteste Holz, das wir hier in Namibia haben. Und von daher, ja, ein schön geschliffenes Beil, genau das Falscheste, um jetzt dieses Holz klein zu machen. Darum habe ich hier mehr so ein etwas einfacheres Beil aus dem Baumarkt. Das muss auch nicht allzu scharf sein. Es geht eigentlich mehr so um die Spaltwirkung. Und so dick wie das Holz ist, kann man damit nicht viel anfangen. Das würde niemals brennen, dafür ist es viel zu hart, also viel zu kompakt. Darum muss es wesentlich kleiner werden. Und ich werde jetzt hier diesen Holzstapel ein bisschen verarbeiten und alles ein bisschen kleiner hacken und dann können wir ein schönes Feuerchen machen. Und damit man sich da nicht die Hände ruiniert, immer ganz wichtig, Arbeitshandschuhe. Und los geht's! Drin. Da ist der Grillanzünder und hier kommt das Sturmfeuerzeug und los geht's. Und wenn das schon mal schön brennt, dann kommt da noch sehr viel mehr Holz drauf, viel mehr.
Und los geht's. Jawohl, zack. Wir machen hier so ein richtiges Jägerfeuer, also sag mir dazu. Also immer kreuz quer und dann ein bisschen Luft lassen. Ja, so schaut es aus. Und das wird jetzt wie so ein Scheiterhaufen. Genau so muss es sein. Aber es wird noch lange dauern, bis es runterbrennt. Von daher haben wir jetzt Zeit auch für ganz andere Arbeiten. Und zwar ist das hier unsere Einbauküche, die Toyota Land Cruiser Einbauküche. Da gibt es eine Kühlbox drin, da gibt es hier eine Wasserversorgung, ne? Das ist der Wasserhahn, da sind 100 Liter Wasser dabei. Dann hier wäre sogar ein Gaskocher, falls man mal mit Gas kochen möchte. Hier in diesen Kisten, da sind also diverse Vorräte. Bestandteil von unserem Brot ist folgendes: Mehl. Ja, Mehl ist die wichtigste Sache. Dann haben wir hier dabei Hefe, das ist, damit der Teig aufgehen kann. Und was dann noch dazu kommt, das macht die Sache noch viel leckerer. Da kommt noch eine Zwiebel rein, da kommt noch Käse rein, da kommt noch Speck rein. Das wird also ein Brot nach Kalahari-Art, kann man sagen. Kommt da die ganze Packung Mehl rein. Das lasse ich noch über, das werde ich später noch brauchen. So, jetzt einmal das hier. Dann haben wir hier unsere Hefe. Die ist mittlerweile eben gut durchgerührt. Dann weiß ich aus Erfahrung, ein bisschen mehr Zucker noch. Und dann kommt das Allerwichtigste, schön kneten, damit sich hier das ganze Mehl verbindet. Und jetzt die guten Sachen rein. Jawohl, alles rein damit. So schaut das dann aus. Und dann, ja, das muss alles mit verarbeitet werden. Das Ganze muss noch ein bisschen ruhen, der Teig, der muss ein bisschen aufgehen. Jetzt werden wir mal in der Zwischenzeit gucken, was so unser Feuer macht. Gehen wir mal schnell rüber zum Feuer. Das schaut folgendermaßen aus. So, ja, das ist schon ganz gut runtergebrannt. Ne? Man sieht, da ist schon ordentlich Glut. Aber was wir brauchen, das ist eigentlich nicht Glut, sondern ist eigentlich mehr Asche. Diese Glut wird jetzt dieses ganze Loch richtig durchheizen. Das wird wie in so einem Backofen sein. Und da wird dann später das Brot reingemacht. Ne? Das ist einigermaßen gut runtergebrannt hier. Da ist zwar noch viel Glut, aber das ist in Ordnung so. Ich werde jetzt die ganze Glut aus der Grube rausholen, weil das Wichtigste ist, dass das Brot nicht in Kontakt kommt mit Glut, weil sonst fängt es an zu brennen. Also die ganze Glut muss erstmal raus. Das Einzige, was man braucht, ist die Hitze in diesem Loch drin zum Backen. Und ja, das werden wir jetzt gleich mal machen. Die Glut, die wird hier um die Feuerstelle verteilt. Das aus, wenn es fertig ist. Der Teig ist schön in der Grube drin. Ich habe noch ein bisschen Kohle drumherum, aber nicht zu nah ans Brot, damit es nicht verbrennt. Außenrum, da ist auch Kohle platziert, damit also auch da die Hitze so ein bisschen reingeht. Aber eigentlich warte ich, dass diese Kohle mehr und mehr zu heißer Asche wird. Dann kommt sie auch da rein. Und in der Zwischenzeit, ja, das wird jetzt noch eine Weile dauern. Das dauert ja sicher so halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis das fertig ist. Und die Zeit dazwischen können wir sehr viel besser nutzen. Und jetzt kommt das große Geheimnis. Da werde ich euch gleich mal zeigen, wo wir hier, schaut euch mal um mich herum, überall Felsen, wo man da eine Stelle findet, wo man super schwimmen kann. Ach, guckt euch das mal an. Das muss ich euch mal zeigen. Ja, wow, die Akazien in voller Blüte. Ne? Also wir müssen dann hier ein bisschen die Berge hoch, und zwar da. Vor allem hat man diese fantastische Landschaft für sich ganz alleine.
Und ja, das ist genau der Grund, wo ich hergekommen bin. Und jetzt, Achtung, 1, 2, 3, tada! Ha, was sagt ihr dazu? Das ist unglaublich. Das hier ist ein richtiger Naturpool. Während der Regenzeit sammelt sich hier das Wasser. Ich gehe einfach eine Runde schwimmen gehen, ein bisschen die Aussicht genießen. Und wenn ich mit Schwimmen fertig bin, dann ist auch das Brot fertig. Auf geht's! Ja, das ist genial, ne? Wow, ein Pool mitten in der Wüste. Wasser in der Wüste, hinter uns Spitzkoppe, grandiose Berglandschaft und ja, alleine auf weiter Flur. Das ist eigentlich das Genialste überhaupt. Ich finde, der größte Luxus, den man haben kann, ist, irgendwo alleine zu sein. Und ich werde es noch sehr genießen. Jetzt geht es wieder zurück zum Camp. Werde mal gucken, wie weit das Brot fertig ist. Ne? Das könnte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Und dann werdet ihr gleich mal sehen, wie so ein richtig leckeres Buschbrot ausschaut. Und bis dahin, einmal kurz hier Landschaft. Schaut euch mal das hier an. Jawohl, das war unser Pool. Und das hier ist die Spitzkoppe. So, das ist die Spitzkoppe und irgendwo da unten. Da ist unser Camp. Und jetzt schauen wir gleich mal, was unser Brot so macht. Auf geht's. Da ist Grube. So schaut es aus. Ja, es wird noch ein bisschen brauchen. Das würde ich sagen, halbe Strecke. Aber ihr seht, wie schön das schon aufgegangen ist. Das kommt durch die Hefe, die da dabei ist. Jetzt werde ich von dieser Glut, beziehungsweise das ist schon fast Asche, einiges hernehmen. Das noch ein bisschen mit ins Loch reingeben, damit da wieder neue Hitze kommt. Und ja, Viertelstunde, dann ist gut. Ist einfach nur, dass man die Hitze wieder da in das Loch reinkriegt. Und von daher, alles, was jetzt Hitze dabei hat, kommt da rein. Jawohl, so schaut das aus. Als erstes werden wir hier die Squash vorbereiten. Und so schaut das Ganze aus, wenn es fertig ist. Und jetzt wird es nur noch in Alufolie eingewickelt und dann warten wir, bis die Glut soweit. Ich denke, es ist soweit. Das Brot ist gut. Na, das schaut auch schon mal sehr lecker aus. Schaut euch das mal an. Das schaut richtig aus wie ein ordentliches Stück Brot. Das meiste von diesen schwarzen Teilen habe ich eh weggemacht. Na, jetzt schauen wir uns mal an, wie das innen ausschaut. Jetzt wird es angeschnitten und so schaut das von innen aus. Jawohl. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie der schmeckt. Hä? Naja, ich werde es mal für euch probieren. Ich werde mal ein Stück hier rausschneiden. Und lecker. Mm. Unglaublich. Zwiebel drin, Speck drin, Käse drin. Also das ist ein Wahnsinn. Das schmeckt. Das ist unbeschreiblich. Super. Das wird dann nachher auch noch Teil meines Abendessens werden. Ne? Genial. Ja. Zu Hause gerne nachmachen. Ne? Schmeißt zu Hause die Einbauküche raus. Macht ein Loch im Wohnzimmer. Und da könnt ihr Brot backen. Mittlerweile ist mein Grillfeuer runtergebrannt. Da ist jetzt sehr schöne Glut. Das spürt man auch. Ne? Also so komme ich mit der Hand nicht mehr, dann wird es zu heiß. Und das ist natürlich super. Auch wieder Kameldornholz. Kameldornholz ist das Beste, das man haben kann für Glut, weil es eben sehr hart das Holz ist. Dann kommen diese Sachen mit der Alufolie und in der anderen Ecke, die lasse ich mal offen, damit noch genug Hitze übrig bleibt für die Spießchen, die ich dann grillen möchte. Das sind jetzt übrigens Spießchen mit hauptsächlich Hühnerfleisch. Also für namibianische Verhältnisse gilt Hühnerfleisch bereits als vegetarisch. Also heute haben wir mehr so ein vegetarisches Abendessen. Also das Abendessen für heute
Da gibt es einmal diese leckeren Spießchen. Und da habe ich mir schon welche rübergeladen. Da ist eine Squash, da ist ein bisschen Knoblauchgewürz drin. Da ist eine Butternut, frische Gurken. Da im Hintergrund, das ist ein Pilz. Und dazu gibt es frisch gebackenes Brot.